Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Let's Play European Truck Simulator. Es ist 22 Uhr, 10 Uhr PM und wir fahren jetzt weiter. Wenn sich denn die ganze Sache langsam in Bewegung setzt. Es ist 22 Uhr. Also Motor mache ich schon mal an. Autopass nutzen? Ah, Autopass. So viel geht's weiter. Okay. Mal ganz kurz schauen, ist hinter mir Platz. Da bewegt sich nichts. Aber es muss erstmal angekurbelt werden. 43. Ganz ruhig, ganz ruhig. Weiter. So schaut das aus. Jetzt haben wir auch mal den Rootbot Mattes mal in Farbe gehört. Jetzt können wir auch einschätzen, wie er klingt. Ganz erwachsen meines Erachtens nach. Mit der perfekten Trucker-Stimme übrigens. Da vorne sieht man Bewegung auf dem Navi. Das heißt, Navi einschalten, haben wir schon. Check. Rechten Rückspiegel einschalten. Hammer. Check. Motor anschalten. Check. Langsam losfahren und den Vordermann nicht hinten reinfahren. Check. Autopass benutzen. Werden wir machen. km/h? Nein. Ich glaube erst nach 30. Autopass nutzen. Sind wir erstmal von der Brücke runter. Schauen wir uns das Ganze doch mal an.
Guten Tag. Huhuhu. Oschard, ein bisschen scharf. Aber das macht nichts. Willkommen im Switzerland, wollte ich gerade sagen, im Schwedenland. Was ist hier los? Tempomat 30 funktioniert. Ich fahre nur 20. Ich hoffe mal Kopenhagen. Da bremst ab. Mensch. Sorry, kam so plötzlich. Das kam so plötzlich. Kein Thema, alles gut bei dir? Ja, 9% vorne, alles gut. Prozent? 5%? Na egal. Ey, Sascha, du solltest mal deine Bremsen überprüfen, ha? Heißt nicht Hagen, nicht Hafen? Nein, es ist ja anders. Ach ne, wir sind ja gar nicht in Schweden. Weiter. Muss ich mich mal neu richten, ja, auf meinem Stuhl. Kommt hier was? Oh, nee. Eins. Ich schon mal Mühe, okay. So relax. Ein bisschen Abstand halten. Das stimmt. Mit HAVN. Aber das E haben sie trotzdem vergessen. Hehe. Nur gesehen, er kommt mir näher. War zu. Und ich denke, ich da dann das Bild rauszuschneiden.
Sandhülle. Okay. Ist geschrieben, wir stehen. Mann! Gibt es das? An der Motorfehlfunktion konnte ich gerade nicht dafür. Sorry. So, jetzt nochmal ganz entspannt. Tempomat. 50, wir stehen. Stehen stand da. Okay, gut zu wissen. Drücken wir mal auf die Pumpe. Was hat er mir hinten gemacht? Na, nix. Okay. Das ist ja gut. Wir sind ja doch schon mit 50 ineinander, ne? Hat auch ein bisschen spät gebremst. Eigentlich so gut wie die einzigste Brücke, ne, von der Verbindung, sonst sind das ja nur über Häfen gesteuert. Ist eine Maut. Ich hoffe, die wissen, was hier Autopass nutzen, danach geradeaus weiter Richtung Göteborg. Oder 72. Wann ist es schon über 200? Es wird langsam dunkel. Uiuiuiui. Gerade aus weiter Richtung Hesimburg. Als ich da mit dem Philipp auch gefahren bin, ey. Schemann, Hacker, ja. Er hat die 1. Oh. Das stimmt sogar.
Ja, kann's halt. Boah. Es regt mich gerade innerlich sehr auf. Oh, nicht Gas geben. Oh, nicht Gas geben. Dann mit einer Hand am Steuer. Gut, dass ich getankt habe. Gut, dass ich getankt habe. Das stimmt aber mal. Eben nicht. Hat mich ja fast gestriffen. Dim. Da vorne ist der grüne Punkt. Da werden wir doch mal schauen, was der grüne Punkt sagt. Hallo Jakob. Weiß nicht, ob ich kenne. Tududum. Ich denke, wir fahren nach Oslo. Ist das die Strecke nach Oslo? Die E4 geht doch nach Jönköping. Rechts abfahren. Ja, Richtung Jönköping, sag ich doch. Ich kenne mich ja schon aus hier oben.
soll ich schon mal sagen, mal 200 Kilometer. Folge 50 kann doch ruhig mal ein bisschen länger werden, oder? Oder was denkt ihr? Oder denkt ihr, dass Cedric ist nicht so und bricht jetzt in 10 Minuten ab? Also mit der Aufnahme. Ist auch gut möglich, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Vorne staut sich doch schon wieder. Das gibt es einfach nicht. Ach, da ist er doch. Der Ballermann Dirk. Hey, geht's dir irgendwo, Ballermann? So reden es ganz schlecht. Gerade wenn man einen trockenen Hals hat, der sehr gereizt ist. Ich glaube, ich muss noch was trinken. Oh, hier kommt was. Holla, die Waldfee. Ist alles gut? Es gab gerade einen kurzen Leck. Es hat aber geleckt. Gab keinen. Ich hab nicht gebremst. Ich hab geleckt. Was hab ich denn für ein Ping? 28. Das ist überdurchschnittlich gut. Der nächsten geraden Gelegenheit, na nicht mit 52, aber mit 50, versuche ich mal was kurzes zu trinken. So, müsste ja gerade nicht bremsen, ne? Du, Sascha, magst nicht vielleicht ein paar Sekündchen Abstand halten, falls ich stark bremsen muss, damit du mir nicht wieder drin kippst? Könnt ihr das mein Hintermann auch mal bitte machen? Ein bisschen mehr Abstand halten, danke. Sorry guys for interrupting your combo, but it's my fault, but still go. Nach Stockholm.
Ist er nicht in Oslo weiter? Also in Oslo Ende? Ach, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade Radio Center aktiviert. Weil ich gerade mittlere Maustaste gedrückt habe. Ich kann mir meinen Trailer angucken. 1%. Ganz schön schräg hier. Will ich dir hier aufholen? Spitze fährt 50. Das stimmt. Wir fahren auch 50. Logischerweise. Mensch, Mensch, Mensch. 1. Da ruckelt der Muck ganz schön hier, der zweite in der Meer. Ich sehe gerade auf dem Navi, ihr müsst mal kurz drauf achten. Ich mach das mal ganz kurz ein bisschen größer. F5 ist es, glaube ich. Oh. Ich wollte gerade schon bremsen, aber. Der hat nicht zum Konvoi gehört. Oh, was ist denn hier im Chat los? Spitze nicht, Spitze. Stimmt. Ja. Wechsel! Was willst du hier runter? Gibt's hier mal eine Auskunft? Gerade aus weiter in Stockholm, da links. Rechts. Rechts. Okay. Aber von der Autobahn abfahren ist wahrscheinlich. Ja, die zweite dann gut, genau. Ich kann ja gerne großziehen, wenn wir wollen. Ich drücke jetzt mal nicht auf Aufnahme, stopp. Ja. So, Sascha, pass auf, falls ich mal wirklich stark bremsen soll, liegt das an Chris vor mir, weil der hat eine echt schlechte Leitung zum Sauerstoff, ne? Also nicht so. So, ganz schön geruckelt gerade irgendwie. An welchem Chris liegt das? Ah,
an eurem am Oldscore. Aus Richtung Linköping. Okay, ihr seid der Chef. Die Chefs. Können wir in der Außenperspektive. Lampen sind schon an. Eine schöne Statue. So ist das. Übrigens ein schönes Bild gerade, ja. Mal sehen, wenn ich dran denke. Ausbildung. Oh. Dankeschön.
wenn der einfach nicht das Gas geben akzeptiert, muss man da nochmal drauf drücken. Mensch, 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 Mensch. Ein bisschen dämlich wie der Hintermann gerade, weil dem ist gerade jemand drauf gefahren. Aber das ist eben auch mal so, wenn das jetzt zum Beispiel eine Motorfehlfunktion wäre. Es ist so gut wie dasselbe, ne? Und der Hintermann kann eben nicht so schnell reagieren. Das ist das Problem meistens. Oder Gott den anderen Spiegel mal anmachen. Dass ich das mal kurz einschätzen kann. Das ist doch mal ein Bild für die Götter hier. Da muss ich mal ganz kurz nach innen wechseln. Nicht, dass ich Mattes hier drauf fahre. Jetzt haben wir es komplett gelesen. Psala. Nein, nicht die Taste. Die Taste. Mensch, Mensch, Mensch. Da kommen noch einige. So schaut das aus. So Sascha, jetzt ist ein kurzes Pauschen, jetzt kannst du mal deine Reifen kontrollieren. Weil die stehen hier alle. Stehen? Ah, die sind aber hinter mir. Die Twitchs, die sind hinter mir. Einmal geradeaus weiter nach Önebrüll. Von da kommt da irgendwann eine Baustelle. War wohl nix, was?
darf nicht so schnell die Kurve fahren. Da hat bestimmt jetzt ein Admin gerammt irgendwer. Gerade geht der Konvoi ganz schön auseinander, wenn hier manche so schnell fahren. Ich versuche noch an meinen Vordermann dran zu bleiben. Bin mal gespannt, wenn die Baustelle kommt. Ah, hier war eine Leitplanke. Aha. Oh, genau jetzt. Mensch, 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 die scheiß W-Taste. Geht er zu uns? Ja. Muss ich doch mal eine Vorderperspektive. Ist mir sonst so heikel, weil. Oh ja. Kommt nix. Was hab ich denn jetzt gemacht? Auf Q gedrückt, glaube ich. Auf 1 werde ich aber drücken. Ach so. Ich bin die ganze Zeit dort drüben. Na egal. So, jetzt haben wir da rausgezogen, die Maus. Die war gerade auf Tab unten. Ich will nicht riskieren, dass da noch der Desktop zu sehen ist und mir aus dem Spiel raus tappen auf einmal. Das war mir auch schon mal passiert. Das ist nämlich, wenn man hier Konvoi fahren, nicht so praktisch. Rechts nach Oslo, dann geradeaus weiter Richtung Oslo. Sind wir nämlich gleich da. Da ist die Folge 50 mal ein bisschen länger geworden. Was macht der da drüben? E&S Stefan, du, wenn der Konvoi etwas rapide langsamer wird, dann darfst du gerne die Warnblinker anmachen, sodass ich das auch weiß, wenn ich hinter dir nachkomme. Danke.
Will sich da jetzt nicht dazwischen drängeln, oder? So wie Dialekt. Anscheinend nicht, oder? Der will aber da vorn. Das ist der, der geleckt hat. Aber wenn wir jetzt gleich in Oslo sind. Das war knapp hier bei den lieben Kollegen. Irgendwo muss er dann die... Das kann ich übrigens wieder die Außenperspektive anmachen. Muss da irgendwo diese Baustelle sein. Ich würde gerne wissen, wie weit wir noch von Oslo entfernt sind. Über Önebrö, ich muss mir mal Gas geben. Könnten auch 400 Kilometer sein. So ist das.
Ja, mein lieber Felix Unimog, dafür gibt es einen verdammten Sicherheitsabstand. Den darfst du auch anhalten. Du musst nicht mit einem halben Meter Abstand hinter mir herfahren. Hier kann ich mir auch gar nicht mehr dran erinnern, dass ich hier mal lang gefahren bin irgendwie. Ist mir alles ein bisschen fremd. Bestimmt mehr vor mir, der liebe Mattis. Diese Kurven hier. Sehr, sehr schön gemacht. Mit den Steinen und Bäumen. Salah.
Nein! Verdammt! Sorry, ich habe aus Versehen den Motor aus Taste betätigt. Mann, so eine Scheiße! Gibt es doch nicht. Das ist ein anstrengender Berg. Sehr, sehr anstrengend. Was sagen Sie? Welcome to Norwegen. Mal sehen, wenn ich dann mal die Tankstelle besuchen muss. Was habe ich denn noch für eine Reichweite? I muss I auf der Tastatur hier. Nee, das ist T. I. Ui. Nee. Bremsen. Jetzt kommen wir mal. I. Ah, das stand ja gerade. 2000 Kilometer, ach, easy peasy. Na komm, ja. Hier ist es mehr weiter. Hast du Motorfehlfunktion oder was ist das Problem gerade hier? Ah, gut zu wissen. Jetzt heißt es aufholen.
Zwei vor mir, der Rest ist hinter uns. Auch einer von der Con. Drei von der Con 6 sind hinter uns. Die werden uns wahrscheinlich gleich überholen. Wenn sie es dann schaffen. Euer von der Con Tunnel. Jetzt fangen die Tunnel an. Oder? Es kommt doch mal was ins Gegen, oder wie? Ah, da steht jemand von der Konsec. Gerade aus weiter Richtung Oslo. Ja, wir sind ja schon bei Oslo. What the fuck, ja. Pass mal besser auf und guck mal bitte aufs Navi hinter mir. Oh ja, oh ja. Das Navi spielt gerade verrückt hier im Straßenwirrwarr von Oslo. Sieht auch sehr verwirrend gerade aus auf der Karte. Es ist in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht anders. So, Oslo. Zweimal geradeaus und dann abfahren. Jetzt müsste ja noch ein Tunnel kommen, ne? Genau, hier kommt der Tunnel. Danach müsste erst rechts abgehen zum Hafen. Wo das Ende ist. Achtung, Mautstelle. Autopass nutzen. Habe ich mich jetzt leicht erschrocken. Sind wir da an der Masse dran? Nee. Oder? Ja, so halb. Geradeaus weiter Richtung Oslo. Ja, und der nächste war dann die Abfahrt Richtung Hafen. Genau. Die da wäre da oben. Was ist los, Nox? Dran, du hast da auch einen. Er hat das Navi drin, ja. Uiuiuiui. Sorry Felix, Noxtron ist gerade vor mir gestanden. Ja, passt. Hey, Sinnlos B, Lukas B, nicht überholen! Ja,
Ist okay, Kollege, macht nichts, macht nichts. Er hat genug Abstand, keine Sorge. Das ist immer der Jakob. Achtung, Unfall, Achtung, Unfall. Mal kurz den zweiten Spiegel anmachen. Ist ja gemeingefährlich. Ein wenig laut ist es, ja. Und nur ein wenig. Oh, weg da. Der ruckelt ja überhaupt nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es da lang geht. Ich fahre einfach mal der Masse hinterher. Thank you.
wir beobachten mal das Geschehen. Drücken mal die 8. Ach, super. Also, Spiegel ausmachen. Haha, der Trailer sieht auch cool aus mit dem Weiß, Rosa, Schwarz. Ha, das ist ja die Roadzicke. Alles in Pink gehalten. Da passt der Trailer ja wirklich zur Zugmaschine. Können wir mal Sachse suchen. Ja. Sechsundzwanzig. Der hat einen ganz schön schlechten Ping. 162. Meine Herren. 16 ist ganz gut. Ich habe mal einen gesehen, der hat einen Ping von 5 gehabt. So, zurück wollte ich jetzt nicht. Wollte das Tab aufmachen. Die stellen sich auch an die Seite. Stand da. Kann ich tun. PP? Wo ist der PP? Achso, der steht neben mir. Ah.
Wenn der Christian noch reinfährt. Na, den beobachten wir doch mal. Nochmal für alle Nachzügler bitte die Lichter und alles ausschalten, wenn ihr geparkt habt. Ich sehe noch ein paar Leute von Sinnlos und so, die noch die Lichter anhaben. Alle, die was stehen, Lichter aus. Danke. Auf jeden Fall viel kontrollierter wie am Abschiedskonvoi. Da haben so einige nicht mehr drauf geachtet, dass sie zum Beispiel in den Chat schreiben, sind geleftet. Da denkt bestimmt auch gerade, was ist denn hier los? Steht ein bisschen schräg, oder? Machen die denn das hinten? Habe ich was im Chat verpasst? Ihre Lichter, alles aus, Standlichter raus und schaut mal, dass ihr bitte jetzt in den Rückwärtsgang rauskommt. Ich höre noch einige, die hier rumstehen und Rückwärtsgang drin haben.
Fahr jetzt einfach nach hinten und park ein. Nee, das ist aber schief. Leute, überprüft mal bitte alle eure Lichter, ja, alles ausmachen. Wir haben auch ein paar sinnlos Leute zum Beispiel, haben noch die Standlichter an, da hinten ist noch beim Einparken, ist okay. Also alle mal bitte alles aus, überprüft eure Lichter und danke. Wer haben sie freigemacht? Die stehen jetzt alle dort hinten. Da drüben steht niemand. Okay, da können wir die 8 drücken. Da haben wir eigentlich alle drauf. Eigentlich, so gut wie alle. Schaut schon ein bisschen komisch aus, ne? Und jetzt? Wer hat hier den Rückwärtsgang drin? Ich nicht. Gerade mit der Flypam, die konnte ich versucht gerade einzufahren, deswegen fahren die auch rückwärts. Und dann piept es. Das nochmal, glaube ich. Oh, hier gehen schon einige offline. Vergesst nicht immer, was in den Chat zu schreiben. Hier gehen schon die ersten offline. Dustin, der fährt mal kurz vorwärts von Trüßberg oder was? Was hat der vor? Pastenzocker. Der hat einfach mal eine Yacht mit, kann man mal machen. Hat eine coole Zugmaschine von der Farbe her. Gefällt mir. RT. Sind aber auch nicht gut, hä? Der Sachse fährt los. Schreibe ich mal vor unserer Firma.
Fahren wir doch mal zu den Jungs runter. Müsste er ja irgendwo stehen. Foto. Hier nochmal alle drauf. Das ist hier so ein Fotostudio. Na gut. So. Nochmal ein Fotostudio. Genau, jetzt klappt's doch. Unser Traler. So. 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 Und Knips. Wir fahren über den Zebrastreifen. Ich sehe nix. Auch gut. So eng wollte ich nicht die Kurve nehmen. Dankeschön.
sprich, wir laden jetzt hier noch nach Hause. Da braucht ihr jetzt nicht dabei sein. Danach wird kräftig weiter aufgenommen. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Euer Cedric vom Südostmoralischen Fernsehen. Tschüss. Ohlalala.